So. Ha. Ja, schön überbelichtet. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ein Stündchen Zeit. Also, ich wollte ja eigentlich von 12 bis 2 streamen. Wird nicht ganz von 12 bis 2, weil ich hätte dran denken können beim Eintragen. Habe ich auch. Deshalb ist es auch nur bis 2 und so früh gewesen. Denn um 2 haben Nikolas und ich ein Interview mit der WAZ, dieser kleinen Lokalzeitung, wie Nikolas in der letzten Folge sagte. Die WAZ ist relativ groß, also für eine Regionalzeitung auf jeden Fall, war die erste Zeitung, die ich so kennengelernt habe, weil das halt die Zeitung ist, die im Ruhrgebiet überall am Kiosk liegt, neben der NRZ. Ich glaube, NRZ war die Neue Ruhrzeitung oder Rheinzeitung, keine Ahnung. Die WAZ ist auf jeden Fall die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, gehört zur Funke Mediengruppe. Die Funke Mediengruppe ist ein saugroßes deutsches Medienunternehmen mit dem Hauptsitz in Essen. Und die haben sich gerade eine ganz sympathische neue Firmenzentrale gebaut. Und zwar direkt neben die Uni Essen. Das ist ganz witzig, wenn ihr mal auf die Seite der Funke Mediengruppe geht, seht im Hintergrund die Uni Essen. Das hässliche, bunte Ding ist die Uni Essen. Und die Funke Mediengruppe, also deren Haupthaus, also diese Zentrale, ist einfach nur so ein schwarzer Block. Das könnte auch vom CIA sein. Wirklich schlimm. Nun ja, also Stündchen oder anderthalb Stündchen Zeit zum Zocken habe ich. Und da habe ich gedacht, spiele ich doch ein bisschen Horizon heute. Ich hatte eigentlich heute Abend noch einen weiteren Termin, wo ich mit meiner Frau hin musste. Das hat sich aber erledigt. Es geht nämlich darum, dass wir immer noch ein Auto suchen für unsere Rallye im Sommer. Denn das Auto, was wir eigentlich kaufen wollten, können wir leider nicht, also nein, da hat sich etwas ergeben, kurz bevor wir es gekauft hätten oder halt hier hingebracht hätten, hat sich herausgestellt, es hat einen Schaden am Kühler und ich glaube, es war noch der oben der Deckel, der Zylinderkopfdeckel, bla bla, auf jeden Fall Wasser im Kreislauf nicht gut. Man hätte quasi den Motor halb austauschen müssen und daher, ist es dann doch nichts geworden. Das heißt, wir suchen ein mindestens 20 Jahre altes Auto, wenn jemand so etwas hat, das er loswerden möchte. Am liebsten etwas Van-artiges. Falls jemand das hat, meldet euch mal. Wenn nicht, auch egal. Warum Österreich? Wir ziehen nach Österreich, meine Frau und ich, weil meine Frau dort eine neue Stelle antritt. Meine Frau arbeitet ja bei Hornbach. In der Zentrale, also in der Firmenzentrale, die ist hier in Bornheim, also in der Nähe von Ludwigshafen. Und meine Frau wechselt zu Hornbach Österreich und macht dann Werbung bei Hornbach Österreich. Und deshalb ziehen wir nach Wien. Also in die Nähe von Wien. Genau genommen ziehen wir nach Mödling. So, dann fange ich mal an. Ich weiß, dass ich hier letztes Mal bei einer Stelle war, die richtig, richtig kacke war und ich auch dreimal probiert habe und dreimal draufgegangen bin. Danke, Informator, fürs Abonnieren. Ich schau mal. Ich würde jetzt, glaube ich, erst versuchen, je nachdem, wo der gerade lädt. Gibt es in Österreich einen Wasserturm? Nee, na, Wasserturm jetzt nicht direkt, aber wir wohnen in der Nähe eines Aquädukts. Also, wir wohnen halt in Mödling, in der Innenstadt. Und in der Nähe der Innenstadt geht ein Aquädukt vorbei. Sehr schön. Wer so, ist der und woher weiß er das alles? Elisabeth Sobeck, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? So, ich weiß, wir müssen jetzt in diese Richtung und da ist böse. Ich würde mal ein bisschen zurückgehen und mal gucken, ob wir irgendwo... Maus. Yes. Ich würde mal gucken, ob wir irgendwo ein bisschen Kräuter noch finden, weil die letzten drei Male bin ich draufgegangen und ich habe auch nicht wirklich viel Energie. Ist halt ein bisschen kacke. Ich laufe jetzt nur Gefahr, dass beim letzten Mal, ich fürchte, ich laufe Gefahr ein bisschen, dass hier alle Gegner nachher wieder spawnen, also respawnen. Fände ich ein bisschen doof, aber komme ich gerade, glaube ich, nicht drum rum, weil mit dem bisschen Energie, das ich da noch habe und quasi keine Kräuter und so, wird es ein bisschen schwierig. Ah, da ist eine verderbte Zone, also eher rechts halten. Hier könnte man mal so einen Schnellspeicherpunkt hinsetzen. Endlich sehe ich auch mal bei Twitch und Hören immer nur im Podcast. Ja, hallo! Ich sollte nebenbei mal kurz in den Chat gucken, wo ich hier gerade eh am Dings stehe. Da war ich gerade. Und was hat uns Reini gebracht? Ein Aquädukt! Richtig! Von Prime auf 6 Monate. Oh, das ist aber wirklich lieb. Danke, Informator. Das ist wirklich sehr lieb.
Das Schöne am Studentenleben ist, dass man um 12 Uhr Zeit hat, einem Reini beim Zocken zuzuschauen. Ja, ich glaube generell, aktuell ist eine gute Zeit für Twitch, also auch für Twitch-Streamer, denn, glaube ich in die richtige Richtung, ja, so halb, denn die Leute sitzen ja alle im Homeoffice. Und wenn die Leute im Homeoffice sitzen, dann können die Leute halt nebenbei Twitch gucken. Ohne, dass denen direkt irgendwie der Chef im Nacken sitzt. Deshalb ist, also kann man zumindest so, man muss das ja nicht aktiv gucken, man kann das ja so nebenbei laufen lassen, ne? Sowas ist blöd, Termine vergessen. Schulstunde per Videochat, Jetzt haben wir, ich hatte im Podcast ja schon immer ein Problem mit Namen aussprechen von den Leuten, die Studien gemacht haben. Aber Twitch toppt das Ganze. Vielen Dank, May for you, hey, forn. Ich krieg's nicht hin, danke. Hier in der Schweiz ist es leider wieder vorbei mit Homeoffice. Ja, wenn wir nach Österreich gezogen sind, also wenn meine liebe Frau dann in Österreich arbeitet, dann ist für sie auch nicht mehr ganz so viel Homeoffice. Also jetzt gerade, sie ist seit 2 Jahren zu fast 100% im Homeoffice. Und in Österreich wird es dann wieder mit Präsenz sein. Also nicht durchgehend, aber ich glaube, die haben dann 2 oder 3 Tage die Woche haben sie Präsenz. Ja, da unten sind Viecher. Aber ich will hier eigentlich auch eher hier oben ein paar Kräuterchen sammeln. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Für ein bisschen mehr Energie. Heul nicht rum. Der Medizinbeutel füllt sich. Also hier steht eine Pflanze irgendwie mitten im Baum. Die kriege ich nicht. So, normale Menschen schlafen noch, ja. Danke, das lieb. Suchst du dir in Österreich eine Uni oder wie ist beruflich bei dir aus? Nee, ich suche mir keine Uni. Ich bin durch. Also ich, mal ganz ehrlich, die 3 Semester, die ich in Mannheim dann in der Pandemie als Dozent gearbeitet habe, haben mich so frustriert. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber auch so, ich habe in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, ich bin für so 9-to-5-Jobs nicht gemacht. Da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ein Luxus, da muss sich ja jeder durchquälen. Ich habe das probiert mehrmals, ich kann das echt nicht, ich bin da nicht gut drin. Und ich habe... Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ich habe vor ungefähr einem Jahr mittlerweile beschlossen, ich will nicht mehr als Angestellter irgendwo arbeiten. Verdammt. Bleib stehen, du Drecksvieh. So. Ich kann und will nicht mehr irgendwo als Angestellter arbeiten. Ich werde in Zukunft 100% als Selbstständiger arbeiten. Also das mache ich eh schon relativ, also jetzt seit über einem Jahr schon, also fast 2 Jahre seit der Pandemie. Aber das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Zumindest nicht, wenn ich nicht muss. Das ist... So, Rohstoffbeutel. Endlich. Endlich kann ich den scheiß Rohstoffbeutel größer machen. Modifikationsbeutel auch noch größer. So, ich werde weiterhin als Selbstständiger arbeiten. Das ist halt mit einem gewissen Risiko behaftet, aber auch mit einer gewissen Freiheit. Und ich habe für mich selbst mittlerweile erkannt, dass ich als also in einem Angestelltenverhältnis nicht gut bin. Ich bin da einfach nicht gut. Wenn ich einen Chef habe, der mir sagt, was ich tun soll, das funktioniert nicht. Also ich glaube, das liegt auch ein ganz klein bisschen darin, dass ich bin ja sehr lange an der Uni gewesen, so mit Diplom und danach mit Promotion und so. Also ich habe sehr, sehr lange selbstständig gearbeitet. Also während der Diplomarbeit arbeitet man eigentlich weitestgehend selbstständig und spätestens bei der Promotion arbeitet man dann wirklich nur noch selbstständig. Man entscheidet halt selber, welche Messreihen man macht, wie, warum und so weiter. Und ich bin echt scheiße da drin, wenn jemand mir sagt, was ich tun soll. Oder wenn ich irgendwas mache, wie ich glaube, wie das halt richtig... Ich bin nicht gut in Teamarbeit. Wenn ich irgendwas... Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Wenn ich irgendetwas mache und glaube, ich mache das so halt gut, ne? Und mir dann jemand sagt, nee, ist doof, mach anders. Und ich aber glaube, dass das andere doof ist,
bin ich sehr schlecht darin, das zu akzeptieren, dass diese Person dann ja in der Hierarchie einfach höher steht und ich das dann so machen soll. Bin halt nicht gut drin. Weiß ich, habe ich erkannt, wird nichts mehr raus. So. Ich werfe nochmal kurz einen Blick in den Chat, ich will euch ja nicht vernachlässigen. Twitch im Homeoffice, ich? Nie. Also ich werde mir in Österreich keine Uni suchen. Ich lebe, also ich bin, wie gesagt, selbstständig und ich lebe davon, zum einen Vorträge zu halten oder Bühnenshows zu machen. Das ist ein kleiner Teil meines Einkommens, ein wirklich sehr kleiner, der in den letzten 2 Jahren jetzt auch enorm gelitten hat. Ich meine, wir haben in der ganzen Pandemie mit Alliteration am Arsch 3 Live-Shows gemacht. Ne, davon kann man vielleicht 1 Monat leben, aber das war es dann auch. Und Minkorrekt ist ja komplett ausgefallen. Das habt ihr ja mitbekommen. Das heißt, die Einkünfte fehlen uns komplett. Aber Alliteration macht ja schon sehr lange Werbung im Podcast und Minkorrekt seit kurzem ein bisschen. Aber gerade Alliteration, weil wir da ja nicht vorhaben, jemanden anzustellen wie bei Minkorrekt, ist im Wesentlichen, sind diese beiden Podcasts mein Lebensunterhalt. Also ich verdiene mein Geld selbstständig und zwar durch Podcasts. Und so ein bisschen jetzt auch hier durch Twitch. Also Twitch ist ein nettes Zubrot dazu. An dieser Stelle vielen Dank Anelka52H für den Sub, den du da gelassen hast. Das ist tatsächlich auch ein bisschen mein Lebensunterhalt, wobei ich repariere ja sonst hier Gameboys und das meiste Geld, eigentlich fast alles von dem, was jetzt hier so, ich mache das ja auch noch nicht so wirklich lange jetzt regelmäßig, was in dem Monat jetzt hier reingerauscht ist, ein Großteil davon ist halt in Ersatzteile und so geflossen für die Gameboys und so. So, ich habe langsam ein bisschen mehr Kräuterzeug, aber es geht. Also es bleibt trotzdem noch ein bisschen was bei mir hängen und ich bin ja gerade dabei, das hier auszubauen. Also ich streame jetzt regelmäßig und guck mal, ob es genug Leute interessiert, was ich so an Quatsch mache, dass da auch noch ein bisschen was reinkommt. Ist eh ganz gut als Selbstständiger, wenn man nicht von einer einzigen Sache abhängig ist, sondern wenn man sich mehrere Standbeine aufbaut. Das kann ich jedem nur empfehlen, der in irgendeiner Form vorhat, irgendetwas selbstständig zu machen, egal was es ist. Niemals nur auf ein Pferd setzen, sondern, auf ein Pferd, da hört sie ja mit die Pferde wetten. Also niemals nur auf eine Sache verlassen, sondern immer parallel ein paar Sachen machen. Ist zwar viel Arbeit, aber ist ganz gut, wenn eine Sache mal weg ist, ist man nicht direkt pleite. Ja, also bei mir zum Beispiel, wenn irgendwie Alliteration am Arsch mal weg wäre oder Minkorrekt mal weg wäre oder wie jetzt in der Pandemie die Live-Auftritte von Minkorrekt mal weg wären, habe ich immer noch was anderes, von dem ich irgendwie über die Runden kommen kann. Sterbekünstler, viel, viel Liebe. Dankeschön fürs Abos verschenken. So. Dann ist doch einfach Chef werden die passende Lösung für dich. Ja, ist es. Also irgendwie schon. Ne? Ich meine, man hat immer, also auch wenn man selbstständig ist, hat man dann halt andere Sorgen. Ne? Also so Sorgen wie, kann ich meine Steuern bezahlen, hat man eigentlich nicht. Man hat nur immer Angst vor dem Finanzamt. Meist unbegründet, also eigentlich fast immer unbegründet, aber trotzdem hat man ein bisschen Schiss, weil man Angst hat, nicht genug zur Seite gelegt zu haben. Oder irgendwas vergessen zu haben oder so. Ist aber in 90% der Fälle unbegründet, wenn man sich bewusst ist, dass man Steuern zahlen muss. Was viele, die so in die Selbstständigkeit rutschen, leider vergessen. Das kann ich bestimmt so nicht gebrauchen. Ah. Gameboy hat er auch schon gekauft. Ich hätte gedacht, dass Podcasts mehr einbringen als Veranstaltungen. Ja, tun sie. Aber auch nur, wenn man sie monetarisiert. Also mit... das ist ja auch ein Grund, warum wir uns irgendwann entschieden haben, also jetzt mit der Folge 200 in... ich will da hoch. Minkorrekt auch mit unter anderem mit Werbung zu finanzieren, weil wir das Angebot ausbauen wollten. Und das ging nicht mit dem, was an Spenden reinkommt. Und die Tour, ich muss mal grob überschlagen, ich glaube, die Tour hat in etwa, also bringt in etwa so viel ein, wie der Podcast halt sonst. Aber das reicht nicht zum Leben. Also Minkorrekt alleine würde als Selbstständiger, wo gehe ich hier überhaupt hin? Würde als Selbstständiger nicht zum Leben reichen. Also dafür kommt da zu wenig bei rum. Und da wir jetzt eigentlich das Geld, das wir einnehmen, auch noch ausgeben, also es reicht nicht, um 3 Leute durchzubringen. Für eine Person alleine wird es vielleicht sogar reichen. Ja, Finanzamt ist echt nett. Man hat nur immer trotzdem Angst vor denen.
Also, ich kann Selbstständige verstehen, die Angst vor dem Finanzamt haben oder eher Angst vor der Steuererklärung. Also, ich habe auch noch meine, ich muss noch meine Steuererklärung von 2020 und 21 machen. Also, beziehungsweise nicht ich, sondern mein Steuerberater. Ha. Ha. Hm. Okay, die nehme ich dann wohl nicht mit. Oh, oh. Ich bin fast entdeckt worden. Ich habe die ganzen Kräuter umsonst gesammelt, weil ich die Energie direkt wieder verliere. Oh, das ist auch noch so ein großes Vieh. Verpiss dich doch bitte einfach. Ah. Gibt es denn noch viel Werbekunden für Podcast, wenn ihr HelloFresh, Koro und Green Energy durch habt? Ja, ja, ja. Hm. Ja, das kommt drauf an. Da geht nicht mehr so viel bei Podcasts. Das würde ich so nicht sagen. Aber diese Großkunden, also die üblichen Verdächtigen, so Koro und so, die halt viel Werbung geschaltet haben, damit ist irgendwann auch durch. Also wir machen das mit der Werbung ja nicht mehr selber, sondern wir haben... Jetzt wird's anstrengend. Wir arbeiten mit einer Werbeagentur zusammen, wie man das auch normalerweise macht. Und, so, jetzt sucht er mich wenigstens nicht mehr, jetzt kann ich warten, bis er abhaut. Diese Werbeagentur, also einer der Gründe auch, warum wir uns entschieden haben, mit denen zusammenzuarbeiten, ist, weil man dann auch mal Kontakt zu anderen Werbekunden bekommt, als halt ne, die üblichen Verdächtigen, die ihr in jedem Podcast hört. Und die Werbeagentur, mit der wir gerade bei Alliteration am Arsch zusammenarbeiten zum Beispiel, das ist 7-1. Das ist die... Das ist im Grunde eine Ausgründung, glaube ich, oder zumindest geht es in die Richtung von ProSiebenSat.1. Da ist es auch ganz nett, weil der Basti halt mehr Menschen kennt als ich. So. Aber ja, es geht. Also aktuell kann man davon leben und dadurch, dass wir mit so einem starken Partner, sag ich mal, zusammenarbeiten, ist für mich auch gerade mein Einkommen für mindestens, also ich sag mal so, für anderthalb Jahre sicher. Das ist auch so ein Ding als Selbstständiger, ne? So anderthalb Jahre und dann kannst du mal gucken, wie es weitergeht. Ist aber nicht so schlimm, weil bin ich auch gewohnt. War an der Uni auch nicht anders. Da hatte ich auch mal einen Vertrag, mal für ein halbes Jahr, mal für ein Jahr. Also ich hatte auch schon den Luxus eines unbefristeten Vertrages, aber weiß ich nicht, ich brauche diese Sicherheit nicht so dringend. Also ist zwar nett, aber ich habe lieber mehr Freiheit. Und damit ich auch in die richtige Richtung laufe. Ah, ich kann hier abkürzen. So. Ach, guck mal, der Automod hat Don't Fuck With The Finanzamt rausgemoddet. Ich weiß nicht, ob gerade noch ein Mod da ist, der sich mal darum kümmern könnte. Ich kann es leider nicht, während ich nebenbei spiele. Falls irgendjemand von euch Lust hat, hier gelegentlich mal zu moderieren im Chat, könnt ihr mir gerne mal eine Mail schreiben. Moderatoren sind immer gut, welche da zu haben. Vor allem zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Welche Agentur war das und was kostet die Werbung bei euch? Das klärt die Agentur. Das ist auch ein Grund, warum man... Schnee. Warum man... Draußen wird es nicht wärmer. Warum man das nicht selber machen will, weil man will nicht Verhandlungspartner für irgendwas sein. Und so. Also... Zu so Vermarktung und so sagen wir generell nichts und kümmern uns da auch um nichts, weil das ist Agentursache. Und sind die jetzt alle wieder da? Sie sind wirklich wieder da. Schweine. Da muss ich wohl... Mein Gott. Stirb doch einfach. Und jetzt hat mich der Rest gefunden. Ach, fuck. Habe ich Idiot wenigstens gespeichert, bevor ich... Vielleicht rennen die einfach nochmal kurz weg. Ich Idiot habe nämlich, glaube ich, nicht gespeichert. Weißt du, ich sammle eine Stunde Kräuter, rede mit euch und speichere dann nicht. Das ist ein bisschen dumm. Das ist ein bisschen dumm. So, wo ist denn hier? Links von mir. So. Puh.
Ah, du streamst nicht selten, wenn ich auf Arbeit bin. Ja, das tut mir leid. Und tschüss. Ich würde, also ich werde, wenn wir in Österreich sind, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr noch streamen, wenn es die Zeit denn hergibt, als ich es jetzt tue. Denn dann wird meine Frau ja wieder im Office sein. Die Dämonen paar Tage die Woche. Auferstehen, bevor der Boden wieder friert. So. Und dann werde ich wahrscheinlich auch mal längere Streams machen. Gerade auch Bastelstreams. Ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich heute Abend auch noch einen kleinen Bastelstream machen, weil halt ein Termin weggefallen ist. So. Die Agentur, bei der wir sind, ist 7-1. Wenn ihr die irgendwie anschreiben wollt oder so. Und Interesse habt, mit eurer Firma Werbung bei uns zu machen. Was, ja. Wir erreichen viele Leute, aber ich... Da kommen sie. Es gibt manchmal Anfragen von Werbekunden. Also es kam gerade mal die Frage, was die skurrilste war, die wir je hatten. Das kann ich nicht mal zwingend sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Weil die skurrilsten Sachen haben wir halt auch gemacht, ne? Wenn sie mich nicht entdecken. Also so Dildo King und sowas. War halt witzig. Es gab Werbeanfragen, die wir einfach abgelehnt haben, weil wir gesagt haben, das passt nicht. Ja, also sowas wie, weiß ich nicht. Das war aber auch noch vor der Zeit mit der Agentur und so. Hatten wir zum Beispiel, oder auch jetzt mit der Agentur war das so, dass wir eine No-Go-Liste haben. Beziehungsweise wir bei jedem Werbepartner gefragt werden, ob der für uns okay ist oder nicht. Und sowas wie irgendwie Waffenindustrie und so ein Scheiß, also die würden aber auch nicht im Podcast werben, haben wir gesagt, ist raus. Alles, was Alternativmedizin ist, ist raus, auf gar keinen Fall. Also, sehr richtig. Ist immer so ein, man muss das immer abwägen. Niemand man kann hier. Aber auch, das hat mal... War wohl doch nichts. Ich habe gerade nicht in den Chat geguckt. Die Lage der Nation hat das in einem Beitrag mal sehr schön erklärt. Man kann einfach nicht jeden Werbepartner prüfen. Also schon grob, aber jetzt nicht bis ins Detail. Ach, bleib stehen. Oh, beweg dich mal weniger. So. Tot. Ich muss diesen Artikel mal raussuchen, den wollte ich eh mal verlinken, weil das wirklich sehr, sehr gut trifft, wie das denn so abläuft. Ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, ne, Werbekunden. Also bei Methodisch Inkorrekt ermöglicht es uns jetzt zum Beispiel jemanden einzustellen und da bin ich sehr glücklich drüber, dass wir das machen können, weil uns das Arbeit abnimmt und, in welche Richtung ist jetzt das Lagerfeuer? Da. Und weil es das Angebot größer macht. Mit den Sachen, die wir machen wollen. Da erzählen wir auch in den nächsten Folgen dann mal wieder ein bisschen was zu. Ja, die Mokka-Höhle hat unseren Sprachschatz auch erweitert. Schön, dass The Gentleman Spaß gemacht hat. Ist ein wirklich guter Film, wie ich finde. So, dann kämpfen wir uns jetzt doch mal langsam wieder daran. Und schauen mal. Beziehungsweise langsam hier durch. Ich muss jetzt nur mal versuchen, weniger getroffen zu werden, damit sich der ganze Scheiß ja auch gelohnt hat, das Rumgerenne. Und Kräuterchen sammeln. Zumindest sind wir jetzt, was die Kräuter angeht, ein bisschen besser aufgestellt. Danke für Sub, KB. Und ich muss ein bisschen nebenbei ein Auge auf die Uhr haben, sonst killt mich der Nikolas nachher, wenn ich zu dem Interview nicht da bin, das wir heute noch haben. Aber wie gesagt, heute Abend könnte ich eventuell außerplanmäßig noch ein bisschen basteln. Oh, hier scheint doch niemand mehr zu sein. Mal gucken, wenn es zeitlich hinhaut, könnte ich heute Abend Akku-Packs für einen Gameboy basteln. Die Teile habe ich jetzt alle hier. Und dann könnten wir ein USB-C-Akku-Pack für ein Game Boy Advance basteln. Sind doch noch alle tot. Dann habe ich die anderen nur übersehen. Oder? Oh.
diese Grabungsstellen. Sie sind riesig. Ja, sind sie. Marina, danke fürs Abo. Ich höre gerade den Podcast zum Thema Umzug und Handynummer. Du kannst den Vertrag auch an jemanden übertragen, beziehungsweise an Nikolas. Ein Problem weniger mit Fidor. Ah, nee, die Telefonnummer ist bei Fidor nicht das Problem. Das Fidor-Problem ist grundlegender. Ich habe mit meiner Telefonnummer, wenn wir nach Österreich ziehen, ich würde die eigentlich echt gerne mitnehmen, denn also heutzutage hängt an so einer Telefonnummer ja leider echt scheiße viel dran. Explosion. Ist das ein Typ? Nee. Ich habe ein bisschen Angst davor, meine Handynummer zu verlieren, ehrlich gesagt. So, was hier durchschleichen können. Ups. Mal von woanders kommen. Okay, da drunter her geht nicht. Okay, da drüber durch kommen wir auch nicht. Ah, da müssen wir den Weg vorne rumnehmen. Verdammte Kacke. Danke. Stimmt, Minkorrekt, Jahresrückblick. Oh, das ist ein Punkt. Da muss ich mit Nikolas mal drüber reden. Den haben wir voll verpeilt langsam. Stimmt, wir haben noch gar keinen Jahresrückblick gemacht. Was haben die Alten hier gemacht? So. Dann schauen wir doch mal. Hinten sehe ich noch jemanden. Ich höre jemanden. Aber da unten sind noch ganz viele. Ah. Okay. Ich bin die letzten Male hier so oft draufgegangen, dass ich ein bisschen Schiss habe. Hat der andere nicht gesehen. Ach, verdammt. Vielleicht soll die einfach nicht so viel draufhauen. Und dann hier oben gleich mal ein paar Fallen hinbasteln. Ich werde mir auf jeden Fall Forbidden West anschauen. Ein lieber Hörer hat mir die Tage geschrieben, dass er eine defekte... Oh, fuck. Das könnte schwierig werden. Dass er eine defekte PS4 Pro abzugeben hat. Und die werde ich im Stream reparieren. Und meine PS4 dann wahrscheinlich für einen guten Zweck raushauen. Mal gucken. Schenk mir keine Skala von 1 bis 10. Wie gut fandest du Cyberpunk und würdest du auf ein Next-Gen-Upgrade warten, wenn du es... Oh, es klingelt. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Die Post. Sie ziehen weiter. Oh, ich hole mir noch Frostbeulen. Meine Güte, ich sollte nicht dem Postboten immer 3 Etagen entgegenrennen.
Und das nächste Mal sollte ich im Spiel auch auf Pause drücken, wenn ich gehe. So. Oh Gott, bin ich im Arsch. Bin ich froh, dass wir in Mödling nicht mehr im vierten Stock wohnen. Das ist doch ein bisschen anstrengend auf Dauer. So. Auf der Skala 1 bis 10. Wie fandest du Cyberpunk? Würdest du auf Next Gen Upgrade warten, wenn du es noch nicht gespielt hast? Ich habe es auf dem PC gespielt. Und es war sehr buggy. Es war ganz okay, aber am Ende irgendwie dann auch nicht so ganz meins. Ich habe es auch nicht komplett durchgespielt. Ach komm, mach wieder voll den Fokus. Aber das ist ein bisschen langweilig, ich mache das hier sehr, sehr vorsichtig, weil es schwierig ist. Leider. So. Ich weiß nicht, ob ich Cyberpunk nochmal spielen würde. Es gibt so viele andere gute Spiele, die da gerade da draußen sind, die man spielen könnte. Wie zum Beispiel. Ah, da kommt er wieder. Ich könnte da oben mal Sprengfallen hinbauen, wenn der da immer lange rennt. Unserer Seite wird Meridian. Ah, was? Warum hat er mich denn gesehen? Der war doch gar nicht rot. Fuck. Ah, Hallöchen. So, piss dich wieder. Mistvieh. Könnte ich nachher mal mit Sprengpfeilen bearbeiten. Ups. Ärger kehrt oft nochmal zurück. Augen auf. Okay, sieht er mich? Oder eigentlich sollte er mich nicht sehen. So. Ich fand den Einstieg in Cyberpunk extrem schwer. Ich meine, wie viele Kampfsysteme brauchen? Ja, fand ich auch. Also, ich fand Cyberpunk war mir am Ende eine Nummer zu komplex. Also, nee, komplex ist das falsche Wort. Es gab eine Nummer zu. Also, es gab zu viele Möglichkeiten, die man einfach wahrnehmen konnte. Und irgendwie. Vielleicht ist dieses Ego-Perspektive-Ding auch nicht meins. Vielleicht hat mich das auch gestört. Wenn ich ihn jetzt anschießen würde, wäre es eine schlechte Idee. Ah, bis er sich wieder abgeregt hat und ein bisschen weiter weg ist. Ah. So, ich würde auch, glaube ich, erstmal das Gesocks drumrum räumen. Gut. Ego war okay, aber für mich einfach alles viel zu viel. An jeder Ecke hat man gedacht, die Entwickler wollten noch mehr haben, als es nicht geschafft. Ja, genau, das gleiche Gefühl hatte ich bei Cyberpunk auch. Also, hat mich nicht so mitgenommen. Also ich glaube, das hier ist eins der ersten Open-World-Spiele, wo ich an der Open-World, als ich das erste Mal gespielt habe, wirklich Spaß hatte, weil man relativ problemlos, wenn man möchte... ...meinen Todbringer beim alten Turm gefunden. Der wird sich nicht so leicht aus seinem Grab befreien lassen. Wenn man möchte, kann man relativ stringent der Hauptstory folgen. Äh,
Muss es aber nicht, kann es aber ohne Probleme machen. Also, und man verpasst, hat nicht das Gefühl, tausende Sachen zu verpassen. Also hier diese ganzen Jäger-Challenges, die es hier gibt, die kann man machen, muss man aber nicht zwingend. Also. Ich komme hier raus. Verdammt, guck hier hin. Mistvieh. Jetzt kommt der Große wieder. Danke für das gute Programm. Für welches Programm? Unterhaltungsprogramm oder was? Ich habe immer das Gefühl, ich bin beim Spielen nicht so unterhaltend. Weil ich immer so vorsichtig und so schlecht bin. So, schleichen wir uns mal wieder ran. Gucken wir mal, ob wir von dem Verderber noch ein bisschen was weggesprengt bekommen. Oder irgendwas von den anderen hier noch gekillt bekommen. Ach, guck mal, das ist ein... Einfach. Der explodiert gleich. Jetzt mal gucken, ob die anderen hier angerannt kommen. Weshalb hast du irgendwo so viele Nebenmissionen möglich, dass du genau weißt, ne? Ja, ich bin, also wie gesagt, ich bin auch nicht richtig warm geworden damit. Ich hasse dieses Vieh. Ich hasse dieses Vieh. Wenigstens hat er jetzt schon mal einen Teil weniger. Pissen, bitte. Ach, geh doch weg. Geh doch einfach weg. Ich würde jetzt gern drauf schießen, aber dann weiß ich genau, dass er mich platt macht. Der Drecksack. Da hinten sind noch zwei von den Kleinen. Kann ich von hier schießen oder bin ich dann drauf? Bin ich drauf? Ach, komm. Sprengpfeil. Ups. Ich glaube, ich bin sicher. Ja, ich glaube auch. So. Boah, ich bin so froh, wenn ich diese Scheißstelle nachher geschafft habe. Oh, meine Güte. Jetzt habe ich langsam verliere ich die Geduld. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, hier Sprengfallen hinzubauen. Hat er seinen Raketenwerfer jetzt verloren? Oh ja, sieht gut aus. Lang.
kann nie genug Minen in der Gegend rumliegen haben. Düsterer Vergleich. So, jetzt müssen wir die anderen Viecher nur noch platt machen, die hier noch so rumrennen. Ah, wie zum Beispiel da hinten ihn. Ah, sehr befriedigend. Kopfschüsse sind immer sehr befriedigend. So, wo ist der? Da hinten ist der Drecksverderber. Lauf in die Minen. Drecksvieh. Bist ja noch nicht viel weiter gekommen als beim letzten Mal. Nein, ich bin hier beim letzten Mal auch dreimal draufgegangen. Und deshalb versuche ich es jetzt in langsam und vorsichtig. So. Ist vielleicht nicht so unterhaltsam, aber ich würde ungern draufgehen. Boah, ich glaube, wenn ich mal Dark Souls spielen würde, wäre das ein einziges Desaster. Wahrscheinlich würde ich die ganze Zeit nur sterben. Also ich habe Dark Souls mal gespielt und ich bin die ganze Zeit nur gestorben. Schönes Erlebnis. So. Und nochmal. Was hatte der eigentlich noch so an Schwachstellen? Feuer. Okay. Und möglichst an der Front treffen. Na schön. Diesmal damit getroffen. Haha. Er ist schon fast tot. Lauf rein, yes! Jetzt weiß er, wo ich bin. Ist das schön? Ist das schön? Ist das schön? Was hast du? Spider-Man. Ah, Spider-Man hat der Basti mir für die PlayStation geschenkt. Ich hab's dann nach meinem Bruder geschenkt, weil ich damit gar nicht klargekommen bin. Das war so dieses Kloppen, also dieses Beat'em-up gegen ich weiß nicht wie viele Gegnerhorden, war so gar nicht meins. Aber wirklich so absolut null. Hat mich nicht abgeholt. Also das hat mich leider absolut nicht abgeholt. Spider-Man. Endlich haben wir die endlich geschafft. Danke für die Bits. So, irgendwo rannt hier aber noch so ein da hinten. Verbrennen, du Drecksvieh. Ah, und da kommt noch eins. So. Wie läuft's? Diesmal läuft's gut. Ich hab's geschafft. Der Drecksverderber ist draufgegangen. Es war zwar der Ich bin feige und versteck mich immer wieder Move, aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Ah, ist das schön. So. Sammeln wir hier noch ein bisschen Zeug ein. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es heute Mittag auch endlich mal diesen Scheiß auszufüllen, mich als Twitch-Partner nochmal zu bewerben. Ich wurde beim letzten Mal abgelehnt, aber da habe ich auch nicht so regelmäßig und viel gestreamt wie jetzt gerade. Und ich glaube, jetzt könnte ich es nochmal probieren. Außerdem habe ich mittlerweile, glaube ich, auch das Format gefunden, das mir Spaß macht. Ey, wo müssen die jetzt hin? Da? Ah, da oben wahrscheinlich. Bin ich blöd? Hinter mich. Also doch da hinten hin. Ja, wahrscheinlich muss ich da... Oder warte mal, kann ich hier hoch springen? Ja, sieht gut aus. Ich habe mittlerweile vor allem ein Format für mich gefunden, das für mich Twitch-Streams irgendwie sinnvoll macht und spaßig macht. Also, ich zock zwar auch ganz gerne, aber ich glaube, meine Zock-Streams sind nur so mittelunterhaltsam, haben auch weniger Zuschauer, was mich nicht wundert. Aber das Basteln macht unglaublich viel Spaß. Also, ich habe jetzt noch 8 Gameboys, die ich fertig mache, und dann gucke ich mal weiter. Ich habe noch das N64, das ich noch fertig machen möchte. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich... eine Explosion. So, aufhören zu laufen. Danke. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich euch quasi nicht mitnehmen kann, wenn ich Sachen lackiere. Das würde ich gerne noch machen, weil bei den Gameboys die technischen Sachen von innen gut und schön, so ein Akku-Pack und so. Aber eigentlich würde ich euch auch noch gerne zeigen, wenn ich hier und da mal Sachen lackiere. So, Videosequenz. Geschützt den! Ach, warum sieht das denn wieder so unangenehm aus? Und Feuer! Warum habe ich das Gefühl, dass das gerade Kleinscheiß war? Einsatzbereit. Wir rücken aus. Und Tempo bitte. Keine Tröderei. Bald ist der Deaktionstechnik. Ah, ich muss den killen wahrscheinlich. Aber Fokus. Ist der gerade... Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaffe das schon. Da kommt Rauch raus. Wo deine Schwachpunkte sind? Ah, das war nicht gut. Das war zu früh, zu schnell. Da kann ich gleich nochmal anfangen. Irgendwie ist mein Gamepad gerade nicht ganz so gut. Weil eigentlich habe ich den Knopf zum Zielen gedrückt und es hat geschlagen. Könnte der bitte mal kurz sterben?
So, danke. Die Frage wäre noch, bekomme ich hier irgendwo noch sowas wie... Nee, das war gar nichts. Schon wieder. Tot. So. Ganz oft hat man ja einfach keine Zeit. Wenn ich kann, gucke ich mir die Streams auch gerne an. Dankeschön. Danke übrigens für die Motivation zum Basteln. Ich habe mich werkzeugtechnisch auch ein wenig eingedeckt. Und jetzt werden alten NES. Ja, mir haben mehrere Leute geschrieben. Das hat mich auch super gefreut. Ich kann durchatmen. Na? Oh, komm her. Mir haben mehrere Leute geschrieben, dass sie durch mich angefangen haben zu basteln. Das hat mich richtig gefreut. Na. Was war das denn? Komm raus. Weil ich selber wurde zum Basteln auch motiviert, weil ich mir, ich habe mir ein, zwei YouTube-Videos angeguckt von Leuten, die so Bastelkram machen. Und das hat mich sehr motiviert. Oh, meine Frau schreibt mir. Was mag meine Frau? Ah, sehr schön. Meine Frau hat weitere bürokratische Sachen erledigt für ihre neue Stelle, die sie dann bald antritt. Und wegen der wir dann ja auch nach Österreich umziehen. Ach. Nach! Vielleicht soll die einfach mal die normalen Pfeile nehmen. Die sollten für Mistvieh auch reichen und die können schneller laden. Jetzt kommt er wieder nicht raus. Ah! Komm, jetzt habe ich das große Vieh platt gemacht. Jetzt will ich nicht an diesem kleinen, dummen Bogenschützen verrecken. Was warte, ich gehe da jetzt hin. Plündern war einmal schnell. Ist nicht wahr, meine Güte. Ist das Neo aus der Matrix oder was ist mit dem? Endlich. So. Meine Güte. Geschafft. Die Dinger haben es in sich. Okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Erstmal sammeln wir jetzt hier ein bisschen. Achso, verdammt, jetzt habe ich den schon. Ah, ich wollte ihn doch noch gar nicht. Ah, verdammt. Mal sehen, was du zu sagen hast. Dezenter Hinweis, dass sie arbeitet, während du zockst. Hallo, dass sie jetzt arbeitet? Nein, ist es nicht. Es macht Spaß. Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Das scheint unser großer Widersacher zu sein. Der uns tot sehen will. Was zur Hölle war das? Hades? Erstmal plündern wir jetzt den hier. Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Oh, eine Verderbnisspule. Verderbnisschutz ist auch super. Typisch. Die brauchen wir nämlich gegen Ende des Spiels, wenn wir gegen Hades kämpfen, sollte man möglichst viel Verderbnisschutz haben. Exterminate. So. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen weiter looten. Auch hier fände ich generell mal so ein paar Kräuter wieder nett. Haben wir hier noch irgendwo was rumliegen? Nein, natürlich nicht. Ah doch, da. Da ist noch was. Noch einer drunter. Und an den kommen wir nicht ran, oder? Ah doch, da. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Hört ihr das auch? Mie, 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 mie.
sieht eng aus, aber ich kann mich durchquetschen. Ja, komm. Zwäng dich durch. Identity-Scan wird durchgeführt. So jetzt schon wieder. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Ein bisschen zur Story, die wir es nicht kennen. Wir sind ohne Mutter aufgewachsen und wissen nicht, wer unsere Mutter ist. Und leben in dieser postapokalyptischen Welt, in der überall noch Maschinen sind. Und offensichtlich haben meine Vorfahren irgendwas damit zu tun. Meine Nase juckt. So. Wir sind jetzt in einem Bunker an Schöpfers Ende. Und wir suchen Informationen über Elizabeth Sobeck. Dr. Sobeck, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrow. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? Kenn ich, verpasst Termine auch immer. 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Ich bin kurz davor, zu versuchen, dein Fido-Problem zu lösen. Ich glaube, das Fido-Problem wird auch in so einer postapokalyptischen Welt noch existieren, dass Leute irgendwie sagen so, bitte schicken Sie uns einen aktuellen Handelsregisterauszug. Also, wir sind hier irgendwie in Schöpfers Ende, also in der alten Welt, irgendwie dieser hochtechnisierten Welt insgesamt, und unser genetisches Profil wurde offensichtlich erkannt. Das heißt, meine Vorfahren haben wohl was hiermit zu tun. Also, ich kenne die Geschichte, ich habe es schon mal durchgespielt auf der PlayStation vor langer, langer Zeit, aber ich will ja nicht spoilern, das wäre ja doof für die Leute, die mitgucken. Ich würde es nur gerne einordnen. So. Ey, wie lange spiele ich das jetzt schon? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwo nachgucken kann. Also ein paar Stündchen sind wir jetzt schon dabei, aber ich würde mal sagen, es ist immer noch erst, also ist auf jeden Fall noch die erste Hälfte von der Story. Dann mal runter. Das Schöne ist, dass man hier wirklich wenig über die alte, über diese untergegangene Zivilisation weiß. Und im Laufe des Spiels, während der Story, erfährt man, was mit dieser Zivilisation passiert ist und was wir, jetzt die Generation, die da jetzt lebt, mit dieser Zivilisation noch zu tun haben. Weil wir sind ja offensichtlich irgendwie deren Nachfahren. In Steam oder Epic in der Bibliothek steht es immer dabei. Manchmal will man das... Ja, aber nicht sehen. Ach so, das weiß ich nicht. Müsste ich in der Steam-Bibliothek mal nachgucken. Habe ich lange nicht mehr reingeguckt. So. Kämpfen wir uns hier mal durch. Sieht alles ein bisschen kaputt aus. Aber offensichtlich läuft hier auch noch was. Ha. Ah, der Fokus entdeckt aber nichts. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier auch verlaufen könnte. Nein, da scheint auch nichts zu sein. Ah, aber da ist eine Kiste. Wie Zeug. Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Farrow Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Farrow globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann wie dem Farrow Focus bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Ist aber schön.
Pharaoh setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird. Heller, ich habe gerade so harte Robocop-Vibes. Immer überraschend. Hat irgendwie was von Robocop. Im Fokus ist das Ding, was wir bei uns am Kopf kleben haben. Das haben wir als Kind in der Ruine gefunden. Das war ein Unternehmen. Damit können wir das hier machen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Wir könnten jetzt hier im Notizbuch, ich weiß gar nicht, da war's. Datenpunkte, Fortschritt. Irgendwo könnten wir uns den Kram jetzt hier durchlesen. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen lesefaul, was das angeht. Zumal das, was man so in der Story erfährt, auch locker reicht, um dem Ganzen folgen zu können. Also das hier war auf jeden Fall eine Firma, die offensichtlich unter anderem Hochtechnologie gebaut hat im Sinne von Kriegsmaschinen, unter anderem. Wie man hier auch sieht. Also da haben wir ja gerade einen Zerstörer in der Halle gesehen, also so ein Todbringer. Wie übel würde es jemanden nehmen, der sich gegenüber der Fidorbank als ich, also sehr übel. Das fände ich nicht gut. Ich will meinen eigenen Spaß mit der Fidorbank haben. So, gucken wir mal. Hier geht's offensichtlich nach oben. Da liegt was. Das brauche ich später noch. Noch eine Vorratskiste. Vorräte sind immer gut. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts natürlich. Noch ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. Schwerde. Doch, alles ziemlich zerfallen, ja. Oh. Ja. War nicht ganz ungefährlich. Ich sagen, müssen wir da mal runter? Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Klettern wir da mal hoch. Ah, das sieht auch nach mehr Kletterzeug aus. Eine Vorratskiste. So, da drüben müssen wir irgendwie hinkommen. Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Das war sehr tief. Aber wir können hier wieder hoch. Okay. So. Vielleicht waren da, wo wir gerade waren, schon richtig. In die Richtung können wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier hoch. Ah, da sind auch irgendwelche Halterungen. Warte mal. Dann. Nein, ich wollte. Ach, Ficke! Ah, ich bin nicht gut in so Klettergeschichten. Alter Falter, ich wollte doch an den Stab da rechts dran. Da wollte ich hin. So. Geschafft. So, ein bisschen umgucken, ob wir da vorne offensichtlich hin müssen, aber. Also. Spuren. Holographisches Standprojektionsgerät eingebaut in ein Plastikgestell. Gucken wir doch mal, ob wir das aktivieren können. Dann können wir vielleicht ein bisschen was erfahren. Der BOR-7 Horus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr gesamtes Einsatzökosystem von einem lernenden Hochgeschwindigkeitsmaschinennetzwerk verwaltet wird. Ob Sie Gefechtsverluste ausgleichen müssen oder eine Truppenverstärkung ansteht. Die eingebaute Produktionsfähigkeit des Horus sorgt dafür, dass Sie nie wieder auf die nächste Waffenlieferung warten müssen. Passen Sie die Truppenparameter an und der Horus stellt Zusatzeinheiten her, um die Reihen aufzufüllen. Und das zu einer erschwinglichen Lizenzgebühr pro Einheit. Das ist auch mal eine tolle Idee.
Waffen, also autonome Waffen, die sich selbst reproduzieren können. What could possibly go wrong? Gehen wir wieder zurück. Ich sehe gerade, ich bin fast gestorben vor meinem Runterfallen. Achso, von da kommen wir. Ja, ich bin dumm. Das scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Klettern wir mal fleißig. Ich kann leider gerade selber nicht moderieren, weil mein Mauszeiger hier drin gefangen ist. Sonst würde ich das Ficke, was gerade geblockt wurde im Chat, würde ich freischalten. Das wird ein weiter Weg nach oben. Warte mal, ich kann das mal ausprobieren. Ist überall gefrorenes Metall. Alt-Enter. Das Rubik macht es mir nicht leicht. Ah, meine Maus ist immer noch gefangen. Nein, das hat nicht funktioniert. So. Mach's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, da muss ich lang. Ich brauche mehr Mods, glaube ich. Für die Zukunft. Bei so viel Schnee kann man nicht gut sehen. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, Alter, werde ich es wohl auch schaffen. Wo sind wir? Ah, da. So, wir sind gerade dabei, auf bei Schöpfers Ende ist es, glaube ich, auf den Turm zu klettern. Wir haben ja vorhin gesehen, das hier scheint ein Hochhaus zu sein mit 8-9 Etagen. Und wir müssen mal gucken, in der wievielten Etage wir jetzt sind. Ich nehme an, wir wollen nach ganz oben. Und hier wird's kalt. Hui, das war knapp. Das war richtig knapp. Fuck. So. Ja. Gucken wir mal. Yay, noch mehr Vorräte. Es wäre schön, wenn in den Vorratskisten mal irgendwas drin wäre, was mir Gesundheit geben würde. So ein bisschen nur. Klettern weiter. Hat ein bisschen was von der Kletterei bei Uncharted. Wobei ich die bei Uncharted mehr mochte. Ich hatte auch das Gefühl, da waren die einen Ticken anspruchsvoller. Oder schöner. Also hier, die ist zwar schön animiert und so, aber im Grunde muss man immer nur gelbe Sachen suchen und dann die richtige Richtung drücken. So, nachdem ich das gesagt habe, bin ich plötzlich irgendwo, wo das nicht mehr so ist und ich nicht weiß, wo ich hin muss. da unten. So. Nächstes Kistchen. Und da geht's wieder rein. So, irgendwas sagt mir, ich muss da rüberspringen. Okay, ich habe kurzzeitig gedacht, ich wäre tot. Ach, gerade Minkorrekt pausiert. Sehr schön. Bist du schon an der Stelle, wo ich erzähle, dass ich nach Österreich ziehe? Jetzt habe ich hier nochmal so einen Sprung. Ich hasse so Sprungdinger. Ich werde doch jetzt garantiert draufgehen. Ich will nicht draufgehen. Oh, warte mal, da ist noch was. Keksnachricht. Komm, und... Nee, in die Richtung. Puh, geschafft. Erst nochmal fünfmal im Kreis laufen. Gerade sagte ich noch, das Klettern ist hier nicht anspruchsvoll genug. Ach Moment, da will ich doch hin. Ich habe das Gefühl, die fällt gleich. Bei Konrad Essen haben die Bauelemente-Ausgabe dicht gemacht. Ja, habe ich auch gehört. Aber der Laden, den haben sie eh langsam vor die Hunde gehen lassen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, weiter nach oben.
Und die waren auch immer so unglaublich unfreundlich an der Bauteileausgabe. Weißt du, da bist du als junger Student oder was weiß ich nicht was hingekommen. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Und hattest halt keine Ahnung von irgendwas, ne? Und hast dann irgendwie vorher dir in den Bauteilen angeguckt, so, ja, ich bräuchte den und den Spannungsregler. Haben sie gesagt, ist nicht da. Dann hast du gefragt, können sie mir was Alternatives geben, was ich stattdessen vielleicht benutzen könnte? Also ich habe keine Ahnung davon. Und dann war die Antwort immer, müssen sie selber wissen. Also so Hilfsbereitschaft war da echt null. Und die haben einen auch echt spüren lassen, wenn man keine Ahnung hatte. Also Hilfe war da nicht. Also Konrad, Bauteiletheke, die waren immer sehr, nicht nett. Kann ich das kaputt hauen? Nein. Ah, da muss ich hin. Zur Kante fallen lassen. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ah, die Musik hat sich geändert. Noch eine Textnachricht. So, das war der Bauteile-Schacht. Ah, doch. Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Dann spring, mein Kind. Spring. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Suche Pharaohs Büro. Nach Informationen nach Sobek. Sobek ist, also quasi hier die Dame, der wir genetisch ähnlich sehen. Also vielleicht unsere Mutter. Wobei es wäre komisch, wenn unsere Mutter vor tausenden von Jahren gelebt hätte. Heilbrand Lohe. Immerhin war es der erste Laden, wo ich tatsächlich meine Impfung inklusive Ausgangskontrolle vorzeigen musste. Yay! da können wir noch weiter. Also ich kletter hier mal nach ganz oben, wenn es geht. Weil ich weiß, dass da oben eine Energiezelle ist. Die wir noch brauchen für später, für die Schildweberrüstung heißt sie, glaube ich. Deshalb kletter ich hier gerade hoch und an dem Büro vorbei. Wir müssen hier nachher auch wieder runter, das macht mir ein bisschen Sorgen. Obwohl es nur in einem Spiel ist, ne, habe ich einen Hauch von Höhenangst. Das ist Wahnsinn. Gut, noch eine Energiezelle. Yay! Wenn ich noch mehr finde, müsste ich an diese alte Rüstung herankommen. Ja, zwei Stück fehlen uns noch. Achso, da warte mal, da oben können wir uns eventuell abseilen. Abseilen! Auch geil, dass sie immer erst springt und dann was hinterher wirft. Mal gucken, ob wir was finden. Ansonsten stürzen wir in den Tod. erinnere daran, zur Weihnachtszeit einen Adapter gekauft zu haben, im hiesigen Konrad. Der Verkäufer schlürfte auf Nachfrage von mir her. Am Regal angekommen, sagt er sowas wie, ist zu teuer, würde ich nicht kaufen. Ja, wahrscheinlich hatte er aber recht. Wenn du bei Konrad warst, war es definitiv zu teuer. Ich weiß noch, dass ich damals fürs Case-Modding, in jungen Jahren habe ich sowas wie Case-Modding mit meinem PC gemacht. Ich habe auch eine Wasserkühlung selbst gebaut aus einem alten VW-Kühler. Also aus einem, ich weiß gar nicht was, also vom Schrottplatz so ein alter Kühler, also ein Wärmetauscher geholt und damit eine Wasserkühlung gebaut. Und ich habe bei Konrad meine allerersten blauen LEDs gekauft, als sie damals noch der heiße Scheiß und neu waren, um damit eine Unterbodenbeleuchtung für mein PC-Gehäuse zu bauen. Und ich erinnere mich noch daran, dass eine blaue LED 5 Mark gekostet hat. Also richtig teuer. Ah, das waren noch Zeiten damals. So, mein PC sah auch aus, als ob ich nie eine Freundin gehabt hätte. Zu der Zeit war es auch so. In diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Natürlich will ich. Eine Datei wiederhergestellt. Code PK Alpha 7 Zulu 12 oder so. So, scanne Datenpunkt. Machen wir doch gerne. Wo ist er? Da hinten irgendwo? Ach, da liegt er.
Mit Vorwiderstand 10 mag. Ja, richtig. Richtig. So. Aufzeichnung 31. Oktober 2065. Gut, dass, lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Defense. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Nein, noch allein. Nicht. Allein. Ist noch kein DLC-Content. Ted okay. Farrow hat Elizabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Offensichtlich gab es... wiederhergestellt. Offensichtlich gab es ein Problem mit den Killerrobotern, die sich selbst reproduzieren können. Das ist noch Hauptstory hier und gerade so ein bisschen der Climax, weil wir erfahren, was ist denn passiert, aber es ist ja jetzt schon irgendwie sehr naheliegend, so ein bisschen. Ne? Offensichtlich hat die alte Zivilisation Killerroboter hergestellt, die sich selbst reproduzieren können und hat, ja, dann ist halt das passiert, was dann so passiert, wenn man das macht. Ne? Man bekommt ein Problem. Mir ist egal, wenn ein Elko 2-Euro-Schein 50 Cent im Internet kostet, wenn ich das sofort brauche. Ja, geht mir auch so. Wenn ich irgendwas sofort brauche, bin ich auch bereit, dafür den vierfachen oder fünffachen Preis zu bezahlen, wenn es, ne, also wenn es sich so in dem Preisrahmen von 50 Cent oder 5 Euro abspielt. Habe ich bei den Boards hier, das sind die Ladeboards für, die Ladeboards für die Elkos, mit die ich noch einen Gameboy bauen möchte. Die habe ich jetzt bei AliExpress, da ging es auch relativ schnell. Die waren in der Woche hier, haben, ich glaube, 5 Stück 2 Euro gekostet. Man kann auch ein Stück für 3 Euro oder so haben bei Amazon, dafür sind dann morgens da. Ne? Aber ja, kann ich nachvollziehen. Aber Konrad das war auch immer so eine Demütigung. Ist ein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Das war mein Geburtstag. Es ist nicht übel, Dad. Das ist die Apokalypse. Ah. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell, wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du. Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Zieh an meinem Finger. Ach. Also, wir haben gesehen, haben alles Leben auf der Erde bedroht, aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter, aber es gab noch Leben, sonst wären wir nicht hier. Also, wiederhergestellt. Fassen wir mal kurz zusammen. Die haben Killerroboter gebaut, die sich selbst reproduzieren können. Und jemand ist auf die geniale Idee gekommen, dass sie als Preis, als Treibstoff Biomasse benutzen könnten. Was könnte schiefgehen? Aber offensichtlich ist das ja nicht ganz schief gelaufen, denn wir sehen ja, hier ist noch Biomasse, unter anderem wir. Trotzdem drehen die Killerroboter frei. Und außerdem laufen da so komische Maschinen rum, die aussehen wie Tiere. Warum auch immer es die gibt. Weil, die Killerroboter, sowas wie die Zerstörer, nee, wie hieß das Ding? Todbringer, Todesser, keine Ahnung. Die wurden ja von den Menschen gebaut. Aber offensichtlich ist da noch mehr passiert. Koevolution schreibt jemand. Guter Tipp. So, hören wir uns mal die letzte Datei an. Dafür müssen wir wieder scannen. Ups. Projekt Zero Dawn. Himmel ist.
anders gehe. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das lässt sich, kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz. Du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Erinnert mich gerade ein bisschen an Suits. Ich gucke mit meiner Frau gerade Suits und das hat so ein bisschen, unterschreibe hier, den Sie Vergleich. Sie ist positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Reicher, verwöhnter Bastard. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Ah. Ja, wir haben jetzt gelernt, die Menschheit wurde offensichtlich von Maschinen weitestgehend ausgerottet und das ganze Leben, also von den Killerrobotern. Aus irgendeinem Grund haben sich noch tierähnliche Roboter breit gemacht und es gab einen Plan von der Führung dieser Hightech-Waffenschmiede, Friedenswächter, die ein Projekt namens Zero Dawn finanziert haben mit der US-Regierung, mit wem auch sonst, dass die Maschinen aufhalten sollte, was anscheinend funktioniert hat, aber irgendwie auch nicht so richtig, weil die Zivilisation ist ja auf jeden Fall untergegangen. Schauen wir mal. Das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Ach, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ja. Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und oh, wie tiefgründig. Wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Ich lese gerade im Chat, die Tiefgarage bei Konrad in Essen ist auch ein Killer für tiefer gelegte Autos gewesen. Es ist immer so, als ich das letzte Mal da drin war, das ist ein Killer für alle Autos gewesen. Das ist die engste und beschissenste Tiefgarage, die ich in der je war. Wenn du so klug bist, ich verstehe nicht. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, weil zu fragen, also wäre halt schön, mehr zu erfahren und er konnte es nicht jahrzehntelang. Ich kann es, weil ich den richtigen genetischen Fingerabdruck okay. habe. Okay, Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elisabeth Sobek. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eclipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobek.
Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch gleiche Schufa-ID oder Dank sowas. Dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Ja. Und warum stehst du dann noch hier? Ich habe Fragen, aber ich bin fertig. Du bist unerträglich. Ich suche mal weiter, der kann uns eh nichts sagen. Machen wir weiter. Elisabeth sagte Ted Farrow, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Zum Glück alles direkt um die Ecke. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Dankeschön. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. So, wir haben Fertigkeitspunkt und Erfahrungspunkte bekommen. Tja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Und damit auch ein Level-Up, glaube ich. Jetzt zum US-Roboter-Kommando. Yep, haben wir. Die Geheimnisse Danke von Zero Dawn enthüllen. Auf zum Grabhort. Zum Glück ist das immer, zum Glück spielt sich das immer alles in den USA ab. Ist immer alles nah beieinander. So, wir gucken mal kurz nach Fertigkeit. Wir haben nämlich jetzt 3 Punkte und können mal gucken, was wir damit bekommen können. Ausweichtalent. Kann man eine lange Ausweichrolle machen? Ja, ist schon ganz okay. Maximal Dauer und Konzentration. Ja, das will ich haben. Zack. Da brauche ich gar nicht weiter gucken. hatten wir sonst noch was zu vergeben? Achso, ich könnte mal kurz hier gucken, ob wir auf unseren neuen Waffen ein bisschen noch was an Modifikationen draufklatschen können. Nur Dreck. Wobei, besser irgendwas als gar nichts, ne? Feuer plus 7, plus 7, plus 7, plus 11. Abriss plus 8. Komm, dann nehmen wir Feuer plus 11. Hau drauf, können wir später wieder runterreißen. Was haben wir denn da noch? Feuer plus 7, plus 6, plus 8. Handhabung. Hauen wir einmal die Handhabung drauf. Einmal Feuer. Können wir Abriss, ja. Ist egal, können wir alles später wieder runterreißen. Besser als nichts drauf zu haben. So. Nein. Einmal den falschen Knopf gedrückt. Oh Gott, ich habe schon gedacht, sie fällt jetzt. Oh Gott. Es hört bestimmt bald auf zu schneien. Danke für die Bits. So, okay, wir haben hier in der Firmenzentrale von Pharaoh erfahren, die Welt ist wegen Pharaoh untergegangen. Machen wir uns mal auf den Weg zum US-Roboter-Kommando und schauen mal. Mehr kann ich nicht tragen. Was das Projekt Zero Dawn denn so war und wieso das die Menschheit in irgendeiner Form dann doch gerettet hat. Aber dafür müssen wir erstmal wieder hier raus. Und ich habe schon wieder zu viel Scheiße dabei. Und wahrscheinlich wäre es ganz gut, irgendwie zu einer Stadt zu reisen oder so. Oder zu laufen, unterwegs noch ein bisschen was zu killen. Und dann mal zu gucken. Welche? 27 ist ein bisschen zu hart. Guck mal, da ist ein Händler, wo man Sachen loswerden kann. Wir müssten jetzt ganz in den Osten. Da oben hin. Da waren wir sogar schon mal. In der Nähe, im Grabhort. Und unterwegs könnten wir noch ein paar andere Quests erledigen. Untersuche den Steinbruch. Ah, das war was ein bisschen fies war. Kollateralschaden. Wir könnten unterwegs noch ein paar Nebenquests mal machen. Wenn wir uns jetzt hier auf den Weg hier oben hin machen. Frozen, warte mal, wie heißt das nochmal? Frozen Wild heißt das Zusatzgebiet, ne? Ist das hier oben der Bereich dann? Gucken wir mal, was haben wir hier noch an Quest? Grenzgebiet.
begibt dich nach Scheuerfels. Okay. Wir gehen einfach erstmal zurück und folgen mal der Hauptquest. Mach die Rüstungsquest. Welche Rüstungsquest? Achso, die, mir fehlen dafür aber noch Energiezellen. Ich habe ja aktuell nur, so drei. Ich glaube, mir fehlt noch ein. Nee, mir fehlen noch zwei. Und die, ich glaube, eine gibt's. Ich muss nochmal googeln, wo es die anderen gibt. Eine gibt's im Grabhort, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Also eine haben wir gerade hier eingesammelt. Eine haben wir gerade hier eingesammelt, aber es fehlen noch zwei. Und ich weiß, also ich muss mal googeln, wo es die gibt, aber dann mache ich auf jeden Fall die diese Quest für die Rüstung. Denn die hatte ich beim letzten Mal durchspielen nicht und habe mittlerweile aber gelesen, was es damit auf sich hat. Und die ist schon nett. Also die macht wahrscheinlich dann auch den Endkampf deutlich einfacher. So. Guck mal, da sind Viecher. Ein bisschen Viecher killen wollte ich ja auch noch eh machen. Gucken, was die für... Ah, ich könnte auch noch so eine, so eine Quest machen mit den... also wo man dann Maschinen überbrücken kann danach. Was haben die? Das da hinten ist Feuer und man kann es wegspringen und die Hörner kann man auch wegspringen. Ist die Frage, fliehen die oder greifen die mich an, wenn ich die jetzt anballer? Komm, wir probieren es mal. Einmal hier stecken wir uns einmal. Nehmen mal Sprengpfeile. Dann nehmen wir uns den davor. Ah, das sind so Fluchttiere. Okay, das war nicht so gut. Okay, das war dumm. Lauf! Forrest, lauf! Ach, hier ist ein Wildschwein. Ich würde eigentlich gerne das Wildschwein killen, wenn diese Drecksviecher mir nicht zu nahe kommen würden. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vielleicht bin ich doch ein bisschen zu tot. Lasst mich in Ruhe. So ein dickes Monster gesehen. So ein dickes Monster wollte ich auch mal. Okay. Wir speichern erstmal kurz. So. So, wo ist da? Oh, das sind auch noch mehrere. Ha, lebend. Ich fürchte, der ist uns ein bisschen überlegen. Lassen wir die lieber. Machen wir uns mal auf den Weg. Ich habe hier das Gefühl, ich bin hier durchgehend immer so am... kratze hier so am Limit. Bin fast immer tot. Ach, Mann. So. Ich sollte mir auch mal ein Reittier besorgen. Stimmt, da hätte ich eigentlich auch mal welche von den Fertigkeitspunkten reinhämmern können. Ach, egal. Aber hier habe ich zumindest schon meinen Händler, wo ich Scheiße verkaufen kann und wahrscheinlich meine Gesundheit mal wieder ein bisschen auffüllen kann. So, und dann muss ich gleich leider auch langsam Ende machen, denn ich muss ja gleich beim
Ich muss ja gleich zugegen sein beim beim Interview. So, verkaufen wir mal ein bisschen Kram. Man kann eh nie genug Metallscherben haben. Tierschutz-Talisman, oh Gott. Vielleicht sollten wir ein bisschen was von dem Scheiß verkaufen, von dem wir eh zu viel haben. Sowas wie diese ganzen Blumen hier. So, Stöcke kann man eigentlich, da können wir auch mal ein Bündel von verkaufen. Achso, die will er gar nicht haben. Davon haben wir ein ganzes Bündel, das können wir auch mal loswerden. Ein bisschen Fleisch. 88 Stück. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, was man braucht und was nicht. So. Weg damit. Weg damit. Schlüssel oder sowas auch verkaufen. Ich fände es schön, wenn der automatisch irgendwie sortieren könnte, sortieren würde hier, das brauchst du eh nur für Geld, kannst du verkaufen. So, jetzt können wir kurz bei Kaufen gucken. Ich glaube, Waffen sind wir schon ganz gut aufgestellt. Prinzipiell, was fehlt uns denn hier? Wildschweinhaut, Fuchshaut, das wäre ganz gut. Den Schattenschal, da fehlt uns ein Sägezahnherz. Den Schattenjägerbogen haben wir schon. Und was nicht lila ist, kaufen wir nicht, weil eh für den Arsch. Outfits könnten wir mal gucken. Ob wir da was Besseres, ob wir da was Besseres finden. Beschützerin, schwer. Das könnten wir uns kaufen. Bei den anderen Sachen fehlt uns jeweils was. Ah ne, die könnten wir auch noch. Verderbnistilgerin, schwer. Schütz vor Verderbnisschaden, das ist später ganz praktisch, aber ich würde jetzt, glaube ich, erstmal hier die schwere Rüstung nehmen, die uns so, ausrüsten bitte. Dankeschön. Dann können wir auch direkt gleich mal gucken, ob wir da noch was draufhauen können. Rohstoffe brauchen wir nicht, Fallen und Tränke. Da könnten wir mal gucken, ob wir ein paar Gesundheitstränke oder Genesungstränke uns gönnen. Und dann fehlen uns auch schon wieder die Metallscherben. Aber wir können mal in unser Inventar gucken. Wir haben hier nämlich, glaube ich, auch noch... nee, das ist nur Schrott. Schatzkisten, die wir noch nicht ausgepackt haben. Das mal schnell. Meine Güte. Ja, ich habe die lange nicht geöffnet. So, alles weg. Dann können wir mal gucken, dass wir auf den... Ach nee, wir haben gar keinen Boden. Wir haben ein neues Outfit. Können wir gucken, ob wir da was draufhauen können. Dann können wir mal gucken, was haben wir denn an schönen lilanen Sachen. Guck mal, da haben wir schon mal Verderbnisgewebe. Wir haben ja die Modifikation. Also wir können das später ohne... Also wieder abbekommen, ohne dass es kaputt geht. Auch eine recht wichtiges Talent. So. Reden und lesen kann ich nicht. Ist nicht gut. Haben wir hier noch was? Nee, da haben wir nichts mehr für. So, soweit so gut. Warte mal, kann ich bei dem Kräuter kaufen? Kann ich meinen Kräuterbeutel bei dem voll machen? Wahrscheinlich nicht, die muss ich kaufen. Die muss ich sammeln, oder? Goldenes Schnellreisepaket. Nein. Nee, die muss ich sammeln. Schade. Dann speichere ich aber mal kurz. Ich arbeite den ganzen Tag, so. Während die Adeligen an ihren Gewändern herumnesteln. Das sollte reichen. Für die Leute, die gerade erst dazugekommen sind, tut es mir ein bisschen leid. Ich muss mich nämlich jetzt noch ein bisschen auf das Interview vorbereiten und würde jetzt mich auf den Weg machen Richtung meines anderen Computers und würde euch noch irgendwo zum Raiden vorbeischicken. Heute Abend wird noch ein bisschen gebastelt. Hiermit und mit Akkus und Gameboys. Bauen wochenlang an einer Apparatur herum, die einen Job erledigt, den dir Kaja an einem Tag...
So, Interview. Wir haben eine Interviewanfrage bekommen von der WAZ. Das haben wir auch in der aktuellen Mindenkorrekt-Folge erzählt. Die wollten sich mal mit uns unterhalten, was wir so generell machen und so. Und da haben wir gesagt, ja, machen wir doch gerne mal. Schauen wir mal rein. So, jetzt würde ich mit euch noch gerne irgendwo hinraiden. Habt ihr einen Vorschlag? Ich habe mal geguckt, von den Leuten, die ich kenne, ist gerade keiner online. Ich bin, ich freue mich immer, wenn wir irgendwie irgendwo hinraiden können zu netten Leuten, die auch spaßige Sachen machen. Ansonsten gucken wir mal, wer gerade noch Horizon spielt. Dann könnt ihr weiter Horizon gucken, wenn ihr möchtet. So, Zuckerberg. Wer oder was ist Zuckerberg? Zuckerberg. Und was machte der oder die? Zuckerberg. Muss ich wirklich so schnell sein? Zuckerberg spielt Super Mario. Um mich einmal auszubremsen eigentlich, allgemein. Ja, dann machen wir das doch mal. Komm, machen wir, raiden wir zu Zuckerberg. Grüßt schön, sieht witzig aus, was der macht. Habt noch einen schönen Tag. Wie gesagt, ich werde heute Abend noch ein bisschen basteln, glaube ich. Habe ich noch nicht mit meiner Frau abgestimmt, aber ich denke schon. Ja, ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Immer schön, dass ihr hier seid. Macht mir sehr viel Spaß. Hebt meine Laune immer richtig doll. Dankeschön. Bis später oder morgen. Macht's gut. Na, Raiden. So. Den jetzt mit.